kann nichts und was der Geier nicht alles. Stimmt ja eigentlich gar nicht. Na, sie ist ja zu nichts gut und haben sie deswegen ausgeschmissen. Und wenn ich die Vögel erwische, dann mache ich den Kopf kürzer. Was macht er jetzt? Warum macht er jetzt das Warnblinklicht an? Der ist doch schneller wie ich. Und ich war 35 knapp. 38. Gehen wir auf 18 runter.
hat keiner hinter mir. Und wenn, hat er Pech gehabt.
Das geht nichts mehr. Jetzt geht's ja. Das ist doch eine Mühle, ey. Das geht doch. Alle paar Wochen geht ein Teil nicht mehr. Wie ich die Karre übernommen habe, ist das eine Licht entgangen. Das war mit auf der kaputten Festplatte. So, da war das Licht kaputt. Am Blendlicht. Eine Seite. Die andere Seite ging noch. Dann eingestiegen eines Abends, dann ging die andere Seite plötzlich auch nicht mehr. So. Ja, bis ich dann Birnen gekriegt habe für die Karre. Das hat dann etwas gedauert. Da bin ich die ganze Zeit mit Nebelscheinwerfer rumgefahren. Die ganze Zeit mit Nebelscheinwerfer. Das hat keinen gejuckt. Sogar die Bullenarzt hat sich interessiert, dass ich nur mit Standlicht und mit Nebelscheinwerfer rumfahre. Das ist doch sowas von scheißegal gewesen. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Das ist doch egal. Dann haben wir die Birnen gekriegt, dann haben wir die Birnen getauscht. Das war auf der kaputten Festplatte. Dann Führer ausgekippt. Und Birnen gewechselt. Letztes habe ich einen Fahrer getroffen. Der hat mir gesagt, da gibt es eine kleine Öffnung. Da muss einen großen Schraubenzieher rein. Und naja, ich habe gerade einen LKW hinter mir am Arsch stehen. Der wird vielleicht merken, dass er zu dicht auffährt. Mal sehen, wie ich gerade so schön bergab geht. Auf 85. Armleuchter, blöder Darmstadt, dämlicher Armleuchter. Hier, Vogel oder was du? Kackstellenzerländige. Bleib doch drüben auf deiner Spur, du Arschloch, du blödes. Slowake. Meine Fresse, wohl auf meiner Spur. Der LKW ist so breit, dass er drei Spuren braucht, wahrscheinlich. Dieses Arschloch hier. Aber mir in den Arsch reinkriechen, das haben wir gern. Oh Gott, ich hab dämlich, ich hab dämlich. Naja. Dann hat eine ganze Zeit lang Öl gefehlt. Du musst dich um alles selber kümmern. Die 30 Euro, was das Öl gekostet hat, kriege ich auch noch. Ja, magst du vielleicht, die schenke ich dem oder was? Nee, die will ich zurückhaben. 2x 15 Euro für 5 Liter. Könntest du vielleicht mal auf 90 runterbremsen, du Stück? Ich hab schon gedacht, da wollte jetzt ein LKW. Nein, das ist wieder mal mein texanischer hier, Servus TV. Was da geil, wo der herkommt. MS Münster. MS ist Münster, ne? Ja. Ja, heute früh muss er noch was.
komplett machen, weil das habe ich jetzt einfach nur so reingeschmissen. Au! Naja, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, irgendwas großartig einzuräumen. Wie gesagt, also da oben im Schrank habe ich schon ein bisschen was drin, aber hier steht noch ein bisschen was rum und auf dem Bett ist noch jede Menge, also eingeräumt kann man die Kiste noch nicht wirklich nennen. Wenn wir sind ja Samstag früh kommen, zurück, vom Zelten übrigens. Wir haben gegrillt, weil ich sagen muss, Grillen ist jetzt ein bisschen übertrieben, also Grillen auf offenem, am offenen Lagerfeuer grillen, das ist schon nicht schlecht eigentlich. Ich habe noch einen Grill dabei gehabt, also mit Alufolie, so einen kleinen Grill, ja, mit so einem Gitterrost. Da habe ich dann Alufolie draufgelegt, habe ich die Steaks oben drauf. Das ist ein Unterschied, ob man sie auf offener Flamme oder auf Alufolie grillt. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe Kräutersteaks gehabt. Wobei ich nicht genau gewusst habe, sind die jetzt grün, weil die Kräuter grün sind, oder sind die grün, weil die schon eine Zeit lang im Kühlschrank liegen. 5 Uhr. In der Kühltruhe eigentlich, in der Kühltruhe. Ja, ich habe sie dann auf den Grill geworfen. Und habe sie versucht zu braten, zu grillen, aber irgendwie wollte das Steak nicht so, wie ich wollte. Ein Steak ist normal, dass man auf den Grill schmeißt, wird braun mit der Zeit. Wenn es zu lang drauf bleibt, dann wird es schwarz. Holzkohlebrikett. Kann man auch sagen dazu. Sondern, ja, so schmeckt es dann auch. Mit Holzkohlebrikett. Ein Stück Holz, schwarz verrußt. Kannst du dann nur mit der Kettensäge schneiden. Aber das Steak wurde irgendwie nicht braun. Da hast du Holz drunter schmeißen können. Da könntest du den ganzen Wald runter schmeißen und anzünden. Das würde dem Steak nicht interessieren. Das würde nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Steak hat sich gar nicht mehr dafür interessiert, mal braun zu werden. Aber er will schon braun werden. Es ist weiß geblieben, auf Deutsch. Ich weiß auch, ob es an den Kräuter gelegen hat. Vielleicht war es auch Hai, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So wie es aussah, so hat es auch geschmeckt. Wollen wir nicht drüber reden. Wollen wir nicht drüber reden. Es ist keine Silbe. Nee, das. Es lohnt sich nicht drüber zu reden. Lass mal es lieber. So wie es nämlich aussah, so hat es auch geschmeckt. Die Dinger, Fackeln hießen die, glaube ich. So Fleischspieße, so aufgedrehtes Fleisch. Das war nicht schlecht. Da muss ich ehrlich sagen, das war nicht schlecht. Die waren richtig gut. Darf man allerdings auch nicht so lange auf dem Grill lassen, weil sonst werden sie auch schwarz. Weil das Zeug ist eben, das ist richtig schön dünn geschnitten. Das ist ja nicht so dick wie ein Steak. Das ist ein Spieß auf Deutsch. Fleischspieß gewesen. Aber es war richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, war nicht schlecht. Dann dieses komische, diese komischen Kräutersteaks. Also ehrlich. Und verhakelt einem die ganze Tour, kann man sagen.
Kartoffeln und Zwiebeln in Alufolie und ins Feuer reingeworfen. Die waren richtig geil danach. Das war richtig geil. Gut, bei Zwiebeln habe ich eigentlich noch nie in Alufolie ins Feuer reingeschmissen. War auch mal eine Erfahrung. Aber es war nicht schlecht. Aber Kartoffeln habe ich schon öfters reingeworfen. Mit Alufolie. Das fand ich, ja, das ist. Das macht man beim Grillen so. Was da so los ist und wie ich so
abends heimkomme, denke ich mir, jetzt musst du mal gucken, wann der Termin ist für die Gamescom. Naja, ich gehe online und guck, Gamescom 2013, hoppala. Ja, der ist eingefangen. Scheiße. Ja, langfang. An dem Wochenende langfang. Da brauchen wir nicht nach Köln runterfahren. Da bringt nichts mehr. Schade. Muss ich bis nächstes Jahr warten. Naja. Schauen wir mal, was nächstes Jahr bringt. Na, kommst du auch nochmal vorbei. Langsamer fahren. Der Format aus. Gleich beginnt hier Baustelle. Das sind die Bullen. Aber jetzt nicht verarschen, oder? Mit einer Scheißhausmühle. Und einem Scheißbus, du Penner, du Erländiger, du Darmstadt. Hinter mir ein Kollege hat Abstand. Der Hunger vor mir ist nämlich gerade. 55, jetzt waren wir das 60. Irgendwo da vorne fahren die Bullen kommen. Ich habe gerade Bremslichter. Geht mal am Arsch vorbei. Au! Autofahrer, pass auf, weil ich fahre nicht wegen dir im Graben spazieren.